Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX startete gestern zunächst mit Verlusten in den Handelstag. Im Laufe des Tages drehte er dann aber in die Gewinnzone. Schließlich ging er 0,5% fester aus dem Handel. Damit schloss der Leitindex ganz knapp über 13.200 Punkten. Blicken wir nach Frankfurt, direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke an dieser Stelle. Guten Morgen. Franzi, wie wird der DAX heute erwartet? Was sind seine Vorgaben? Einen schönen guten Morgen. Ja, wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sehen wir da einiges an roten Vorzeichen. Der Nikkei hat sich mit einem Minus von 0,4% in den Feierabend verabschiedet. Der Hang Seng 0,5% schwächer und der Shanghai Composite aber moderat im positiven Bereich. Beim Dow Jones, da war man gestern lange Zeit rund um das Vortagesniveau unterwegs. Dann hat das Thema Corona-Pandemie aber sozusagen wieder übernommen, denn in New York schließen jetzt wieder öffentliche Schulen und somit ist der Dow nur knapp über seinen Tagestiefständen mit einem Minus von 1,2% aus dem Handel gegangen. Und das könnte nach diesem doch ja etwas zähen Handelstag gestern mit den positiven Vorzeichen beim DAX heute erst einmal auf die Stimmung drücken. Und somit rechnen wir, dass wir eher wieder Richtung 13.100 Punkte Marke in den Handel starten. Und das bedeutet auch, wir bleiben in diesem Schwankungsbereich der vergangenen Tage. Nach unten die 13.050 Punkte Marke, nach oben die 13.300 Punkte Marke sozusagen der Rahmen. Ja, und ansonsten sind es vor allem Konjunkturdaten, das Thema Corona-Pandemie, aber natürlich auch der EU-Haushaltsstreit, auf den man schaut. Vielen Dank für den Überblick, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt natürlich die Marktidee. Heute ist dies BMW. Die BMW-Aktie bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Dieser schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 Euro. Seither arbeitet sich der Anteilsschein nordwärts. Nachdem die überwundene 200-Tage-Linie Ende Oktober als Support erfolgreich getestet wurde, startete ein dynamischer Kursschub. Wie es nun weitergehen könnte, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse zu BMW unter www.ideas-daily.de. Wir sehen uns morgen dann nochmal wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.